Hallo zusammen, willkommen zurück zu City Skylines. Weiter geht's in meiner Stadt und in City Skylines Industries. Wir bauen hier gerade mehrere Industriegebiete, die halt spezialisiert durch dieses DLC sind. Und wir haben schon ein Forstgebiet Level 2, was ich ganz gerne in dieser Folge umziehen lassen würde, weil hier brennt immer alles und das ist nicht so gut. Ich glaube, es brennt aber primär von dem Industriegebiet hier, wo irgendwie alles kaputt ist drin. Da sollte ich da mal aufräumen. Ich glaube, ich muss mal die Mod wieder runterladen, wo automatisch alle Gebäude kaputt gemacht werden, wenn es denn nötig ist. Also wenn da neue einziehen wollen, werden die schon weggemacht, aber irgendwie ist das manchmal ein bisschen blöd. Und wir machen mal hier ganz kurz die Entleerung abbrechen, damit hier auch mal wieder die ganzen Müllberge weggetransportiert werden. Sehr, sehr geil. Kackstrahlhausen ist immer noch und der Kackstrahl nimmt langsam überhand. Also wir haben hier bald nur noch den braunen Fluss. Was ich noch gemacht habe zur letzten Folge ist, ich habe mal dieses Road Anarchy. Das ist quasi, dann halten sich Straßen nicht mehr unbedingt an den Gegebenheiten des Spiels. Irgendwie, kann man schlecht erklären. Aber wenn eine andere Straße in Kollision steht, würde die Straße nicht upgradet werden. Und das kann man quasi ausschalten hier nämlich. Toggle Road Collision. Und deswegen kann man das an- und ausmachen. So konnte ich diesen Kreisverkehr relativ schnell auf diese große Autobahn umbauen. Wobei hier es schon wiederum zu Probleme gibt. Aber ich denke mir, wenn ich das eine Industriegebiet ein bisschen umbaue, dann wird es hier auch wieder ein bisschen smoother. Und klar ist gerade Industriegebiet jetzt nicht unbedingt gefragt, sondern in der Wohngebiete. Alter, wie fahren die denn? Echt geil, wie die fahren. Und manche fahren hier einfach gerade durch. Um dann zu... Ah, lol, die drehen da. Versteht? Achso, ich weiß warum. Die fahren quasi hier durch. Also die kommen von hier und wollen in die Stadt. So, was machen die? Die fahren dann hier hoch. Fahren dann da entlang, drehen da, fahren zurück und fahren dann in die Stadt. Ah, das macht Sinn. Okay. Jetzt machen wir folgendes. Ich habe ein bisschen länger gequatscht, damit wir ein bisschen mehr Geld sammeln. Wir werden jetzt dieses wunderschöne Forstgebiet hier rüberziehen. So, da brauchen wir jetzt hier allerdings eine Forstspezialisierung in dem Bereich hier auf jeden Fall. Und was ich ganz gerne machen würde, in dem anderen Bereich würde ich gerne Industrie aufbauen. Also eine keine Forstwirtschaft, sondern eine Erzwirtschaft. Oh, da war schwer, Alter. Hä? Kann er nicht hier mal 90 Grad machen so? Hier so? Alter, was ist das denn für eine dicke Straße? Eine Autobahn noch gehabt? Nein, da soll keine Autobahn hin. Da soll doch eine normale Straße hin. Hier so eine bitte. Ah genau, jetzt rastet es auch ein. Sehr gut. So, das geht in die eine Richtung, das in die andere. Obwohl, hier kann man nur in die eine Richtung abbiegen. Aber das ist halt die Spur, die quasi in das Waldgebiet führt. Und ich würde sagen, da oben haben wir auch 90. Obwohl 90 Grad passt hier gar nicht. Ne? Ich will es parallel zum Ufer haben. Das wäre dann eher so. Zack. Oh Mann, was ist das denn? Ah, ich glaube, da war ein Berg. Voll gut. Vielleicht werden wir den Berg auch mal nutzen. Also wir nutzen hier auch mal ein bisschen die Umgebung und machen nicht so straight unseren Kram. Ich habe ja gesagt, ich will ja, dass das erste Gebiet ist halt so für den Aufbau für ein bisschen Geld. Die anderen Gebiete sollen ein bisschen mehr Charme und organischer sein. Oder mehr Charme haben und organischer sein, so rum. Wobei das ehrlich gesagt jetzt ein Berg ist, wo nicht unbedingt eine Straße drüber gehen würde. Rückerstattung, da würde wenn dann entweder ein Tunnel durchgehen. Gerade fette, schwere LKWs, die fahren doch da nie her. Oder irgendwas anderes wäre da oben. So, folgendes, wir werden jetzt hier nochmal ein paar dünne Straßen machen. Am besten so im Einbahnstraßenmodus. Bis hier. Und jetzt könnte man auch eigentlich dieses Gebiet nehmen als Industriegebiet. Ja genau, dieses wunderschöne. Ich weiß nicht, ob das groß genug ist oder ob es nachher zu klein bleibt oder ist. Nein, 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 nein. Den Sektor will ich da aber weg haben. Geht das noch? Ah, doch. Das ist die angenehme Zone. Nein. Soll nicht so heißen. So, wie nennen wir das denn hier? Angenehme Zone ist irgendwie ein blöder Name. Ja, bitte. Forest One.
Das ist immer ein cooler Name, ne? Forest Run ist geil. So, jetzt komm mal mit hier. Und du wirst jetzt hier dran gebaut. Möchte aber nicht. Warum nicht? Ah, wahrscheinlich, weil es das Gebiet hier ist, ne? Ist es das Gebiet hier? Wir werden das Gebiet wegmachen. Ist zwar schon Stufe 2, aber trotzdem möchte ich das auf der Insel nicht haben. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Das. Tschüss. Und radieren dann mal weg. Kann ich wegradieren. Okay. Guck mal. Nix Victoria Holz Produktion. Ah doch, das ist da dran gebunden, sehe ich gerade. Ah, und jetzt könnte ich das quasi mitnehmen und da hinten aufbauen und von da aus weiter verbauen. Okay, wir gucken mal, wie wir so ein Gebiet umziehen können. Cool. Forest Run lassen wir mal ganz cool, aber wir müssen jetzt eh einmal kurz wieder wegmachen und wieder hinmachen wahrscheinlich. So, alles wieder weggeputzt. Kommst du mit, Victoria Holzproduktion? Geht das jetzt? Bitte, bitte, bitte. Ah, geht auch nicht. Also kann ich echt vergessen. Okay, die anderen hätte ich wahrscheinlich umziehen können. Aber was soll's. Tschüss. Und wir brauchen unendlich viele Wohngebiete noch. Bauen wir gleich auf der anderen Seite. So, Forestgebiet. Am Start. 55.000 haben wir noch. Mülldeponie brauchen wir nicht. Genau, wir wollen doch jetzt einmal wieder dieses Industriegebiet bezeichnen. Und zwar südlich dieser Straße. Am Fluss entlang. Bei Hochwasser haben wir echt ein Problem. Nein, du bist... Du bist Forest One. So, Forest One am Start. Das Schöne ist, hier drüben ist ja gar nichts. Aber wir haben 5500 plus, das ist schon mal gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt hier erstmal ein geiles Industriegebäude und zwar für Forstwirtschaft. Da, Forstwirtschaft, Hauptgebäude, was ist das? Arbeiterunterkünfte machen wir später. Aber wenn das das Hauptgebäude ist, wäre das cool, wenn es an der Hauptstraße ist. Ja, die Straße ist ihm irgendwie ganz egal, dem Gebiet. Ey, nicht dein Ernst. Warum sieht das denn jetzt so aus? Ja, komm, dann machen wir das hier hin, anstatt da oben auf der Kuppe. So, wir brauchen Wasser und wir brauchen Strom. Wasser. Ein paar Rohre hier so. Ah, lol, das ist eine Einbahnstraße. Da kann keiner, da kann jeder reinfahren, aber keiner mehr rausfahren. Das ist gut. Guck mal, zack. Und Strom haben wir, glaube ich, gesondert. Also ich lege jetzt kein Kabel von ganz drüben hier rüber. Ich mache jetzt einfach so. Wenn das geht. Hä, warum kann ich da nichts setzen? Was ist denn los mit dem Bruder hier? Ah, ne, konnte ich doch setzen. Aber da wurde nichts angezeigt. 12, nice. Ah, jetzt muss ich umsetzen. Ah, mach ich hiermit einfach. Stimmt, damit hätte ich das andere auch umsetzen können. Toll. 6, ja toll. Ah ne, 11 Megawatt. Okay, das ist gut. Ich dachte schon, was ist denn da los? So, und das hier wird keine Einbahnstraße für den Anfang, sondern eine normale Straße. Das heißt, wir müssen das einmal ummünzen hier so. Ich drücke immer den falschen. Ich will nicht, ich will keine Erklärung haben. Kann man das Fragezeichen mal wegpatchen? Dankeschön. Klickt da halt immer drauf. Aber da, Forstwirtschaft, Arbeiterunterkünfte müssen wahrscheinlich direkt hier sein. Abo! Sieht ja mal mega nice aus. Können die da ein bisschen mal lochen an der Stelle und direkt schlafen. Das ist ja mal super cool. So, haben wir da. Jetzt brauchen wir noch ein paar Baumfelder, glaube ich. Und ein Sägewerk, das war das. Ne? Und wir können jetzt noch ein paar andere Gebäude bauen. Die lassen wir aber jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal hauptsächlich... Obwohl, wir können es auch eigentlich hinbauen, davon ab. Bis hier, dann lass er ein bisschen runter gehen so. Warte. So.
Ah, bis auf die Kante ist eigentlich alles cool. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen ein paar Baumfarmen. 2. Ich nehme jetzt einfach mal 3. Und ganz wichtig, die brauchen halt Wasser, ne? So Bäume ohne Wasser, das ist nicht so gut. Forest One ist wieder echt auf Platz 1, Stufe 1, ne? So, das haben wir schon mal. Was haben wir denn noch? Ein kleines Feld mit Reihen von Baumsetzlingen. Das Baumsetzlingfeld produziert rohe Holzprodukte. Platziere eine Förderanlage auf Forstgebiet innerhalb des Industriebereichs. Okay. Und wenn er das so sagt? Dann machen wir das doch mal hier hin. Und ich glaube, der kann mittlerweile weg. Na, nicht ganz. Bis hier. Okay. Strom fehlt. Strom ist wieder da. Und schon läuft das ganze Ding. Macht es denn jetzt plus? Minus 320. Ich glaube, da hatte ich vorher ein bisschen besser. Aber warte mal. Es macht ja auch noch gerade gar keine Produktion. Ne? Also wir brauchen vielleicht noch die Holzschnittanlage. Alles, was wir drüben haben. Und wir können sogar noch mehr bauen. Die Pelletfabrik. Genau, die Sägemühle haben wir hier. Oder warte mal, oder braucht der... Ah ne, das ist die Lautstärke, dieser Kreis. Okay, alles gut. Nicht genügend Rohstoffe. Sollte aber gleich kommen, auf jeden Fall. Frachtlaster in Verwendung, 0. Schnittholz. Ach ja, genau, hier würde ich ganz gerne eine Maut machen. Eine Mautstation, das wird cool. Hoffentlich. Oder die sagen so, boah, da fahr ich nicht mehr hin. Junge. Also ist die Frage, soll das kommen, wenn die ankommen oder wenn die wegfahren? Wir machen jetzt erstmal, wenn die ankommen. Eine Mautstation für ankommende Fahrzeuge. Wo war das denn nochmal? Hier, glaube ich, ne? Große Mautstelle, 2 Richtungen. Mautstelle, 1 Richtung. Ah, die ist aber lang. Wo soll ich die denn hinbauen? Unterirdisch. Oh, aber die kann man eigentlich überall hinsetzen, ne? Warte, machen wir hier rein ins Forstgebiet. Nee, das war aber nur eine Richtung. Man, passt jetzt gar nicht mehr. Toll! Ja, wie machen wir das am besten? So eine Mautstelle hätte ich doch schon ganz gerne. Eine Richtung, 2 Richtungen. Warte mal, machen wir hier rein. Wenn man ins Forstgebiet möchte, muss man durch die Mautstelle. Sehr, sehr geil. Ich bin so gespannt. Und ob die dann letztendlich da durchfahren oder nicht. Oder ob die sagen so, ne, kein Bock, Junge. Vor allen Dingen voll die Verjüngung so. Kann ich jetzt einstellen, wer muss? Ah. Kartenpreis. Autos. Großfahrzeuge. Ah, das ist ja mal cool. Jetzt braucht ihr auch noch Wasser, ne? Warum braucht denn jedes Gebäude Wasser? Ah, guck mal. Kostenpflichtige Fahrzeuge der Woche. Hört sich an wie so ein, keine Ahnung. Wie so ein Chart. Die 10 kostenpflichtigsten Fahrzeuge der Woche. So, da halten die jetzt schön dran. Aber geht auf jeden Fall. Die halten ja nicht lange. Das ist eine Automaut, ne? Kartenpreis auch okay. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier nochmal in dem Industriegebiet ein Recyclingcenter rein. Wenn ich es finde. Ah, genau, hier war es. Aber ein kleines, oder? 45.000. Okay, warte mal, wir brauchen nur noch... Da haben wir es, okay. Geil. Oh, lol. Passt das hier hin? Nein, doch. Mach ich hier hin. Bin gespannt. Ja, der kann durchfahren. Wäre jetzt auch lustig gewesen, so. Abo, sehr geil. Warte mal. Copper Street, man.
Ampel aus, Ampel, tschüss. Da auch. Gerade im Kreisverkehr, wer braucht denn da eine Ampel? Jetzt mal ganz im Ernst. So, was macht unser Forstgebiet? Macht immer noch ein bisschen Plus. Ich glaube, das andere Ding hat mehr Plus gemacht, wenn ich ehrlich bin. Schnittholz, super geil. Was haben wir hier noch? Schnittholz, 2 von 5 pro Woche. Ich glaube, da hatten wir noch gar kein Schnittholz drin, ne? Oh, mein Gott. Das ist geil. Schnittholz pro, funktioniert. Und auf der anderen Seite machen wir jetzt hier noch so ein bisschen... Oh, Kriminalitätsrate ist da mega hoch. Okay, lol. Und gleich sagt er auch so, ja, es könnte jeden Moment brennen. ich meine, sagen die echt, aber trotzdem. Geh wieder nicht auf den Sack. So, Polizei ist auch am Start. Guck mal, wie ich einfach die ganze Stadt ignoriere hier vorne. Aber anscheinend geht's ja gut. Das macht immer Ding, Ding, Ding. Nur dem normalen Industriegebiet geht's nicht so gut. Aber das ist jetzt auch nebensächlich, ne? Wir wollen ja eine coole Industrie bauen. Nächster Punkt ist quasi, indem wir eine Erdindustrie machen. Oh, wunderschön. Wie teuer ist die hier? 25.000. Geil. Die machen wir dann hier nördlich der Straße, in dem Bereich. Da ist alles voll mit Erz. Gebietsabgrenzung. Hier machen wir dann nochmal eins. Top. Nein. Wollte schon sagen, was ist denn da los? So, dann machen wir das bis hierhin. Bin sehr gespannt, was dann da an Kohle abfällt, weil Erze und so müssen ja eigentlich ein bisschen besser sein. Hügelzone, genau. Ohr One. Ja, ich weiß. Ich hab auch einen Preis dafür bekommen für die... Nein, Spaß, für die tollsten Namen. Buchen. Industriegebiets. Ah, das Schnittholz wird da ganz unten. Verstehe ich manchmal nicht. Da brauchen wir mehr Holz. Mehr Wood. Und ein kleiner Holzplatz. Biopelletfabrik. Sägemehllager. Ah, Lagerhäuser können außerhalb des Industriegebiets platziert werden. Okay. Weiß man nicht genau warum, aber ist okay. Es gibt auch große Farmen, habe ich gerade gesehen. Frachtlaster, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug da am Start. Und ich glaube, guck mal, 6 haben wir schon in der letzten Woche bekommen. Wahnsinn. Was haben wir denn generell für Einnahmen für Maut? 11, sauber und eine Kleinstadt bekommen. Nice. Spezialisierung, Ölindustrie, Spezialisierung, Tourismus. Ganz viele Richtlinien, ganz viele Gebäudearten noch. Straßen, die wir bekommen haben. Lärmschutz, große Feuerwache, Ölkraftwerk, Jetski-Verleih, Skateboardpark. Depot für Sightseeing-Busse. Ja, die haben wir noch nicht. Und Geothermalkraftwerk, das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Aber da schauen wir mal. Weil ich gerade, ob wir hier nochmal auf der anderen Seite der Map. Könnte es ja mal, wer langsam anfangen, Wohngebiete zu bauen. Könnte man ja mal machen. So. Und auch diese geilen Magnete hängen immer dran. Alle aus, bitte. So. Dann nochmal hier entlang und dann letztendlich am Ufer. Und dann gehen wir auch wieder weg von der Einbahnstraße. Ich wollte jetzt nur so, dass die Leute von dort nicht in den Kreisverkehr reinfahren. So. Dann können wir endlich mal ein paar... Guck mal, wie die da fahren, ne? Ich glaube, da muss ich da echt nochmal dran.
Kann ja nicht richtig sein, Junge. Hier ist auch sehr, sehr wichtig, wie der Winkel ist, weil die Autos müssen dann echt mega abbremsen, wenn es halt so steil ist, beziehungsweise zu eng. Deswegen muss man halt immer runde Kurven schaffen, damit die halt um die Ecke düsen. Ich habe aber noch gar kein Konzept für meine Stadt. Ne? Also manche, ich habe mal gesehen, ich glaube Play For Me, den habe ich mir öfter mal angeguckt für City Skyline. Der hat richtig Ahnung. Ich glaube, der wohnt da drin im Spiel. Ey, hier ist echt... Echt ein Wurm drin, ne? Probieren wir mal aus. Sechsspurige... Ah nein, eine Autobahn wollte ich da haben. So. Okay, manche fahren da direkt ab. Die da vorbeifahren. Also man könnte so zum Beispiel machen, dass die... Ah, ne, geht ja auch nicht. Ich wollte gerade sagen, dass die, die von dort kommen, immer erst vorher auf die zwei Spuren am Rand hier wechseln, damit die sich nicht mit denen in... Also nicht schneiden. Ja, ansonsten läuft es jetzt aber auf jeden Fall schon mal besser. Also da war irgendwie ein Haken drin. Also wenn er seht, dass irgendeine Straße sich komisch verhält, baut die ab, baut eine neue hin und dann kann es sein, dass ihr das ganze Ding wieder... Ja, dass das wieder läuft, weil je nachdem, manchmal ist er halt, ist die Straße halt verbuggt, weil man die irgendwie anders abgegradet hatte und dann kann man das Ganze so wieder ein bisschen in die Reihe bekommen. Und hier machen wir mal so, ne? Ja, da müssen wir auf jeden Fall nachher noch was bauen. Aber läuft. So, neues Forstgebiet am Start. Forst One, darüber ist Ore One. Wir müssten eigentlich jetzt auch schon mal das Ohrgebiet, das Erzgebiet dahin bekommen. Hier. Und ich bin gespannt, was das generell bringt. Glückwunsch! Kleine Erzmine, Sandspeicher, Erdschleifmühle. Ja, ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes, ne, wenn man so die ganze Produktionslinie da aufbaut. Das sieht, glaube ich, auch ganz cool aus. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Mal wieder in der nächsten Folge. Guckt in die Playlist, alles in der Videobeschreibung und viel Spaß. Tschüss!